Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Cyberpunk. Ja, wir sind ja gerade an der Mission angekommen, wo wir jetzt wieder mit dem Taxi reden wollen. Wir versuchen die einfach wieder. Vielleicht ist die ja mittlerweile auf einem Schwierigkeitsgrad, wo wir die auch schaffen. Das Problem ist, das Taxi fährt hier unten. Und ich glaube, das fährt gleich wieder aus unserem Signalbereich raus. Aber gucken wir mal, was passiert, wenn es das tut. Ja, da sind Sie. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Na, das wartet auf mich. Wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Oh, wird sagen... Ich muss kurz um. Lal. Er slidet einfach vor mich. Und dann sagt er was zum Teufel. Okay, ich muss einfach kurz eine Runde fahren. Aber wir sind gleich wieder da. Ich meine, wir haben den ganzen Dialog hier schon mal gehört. Lal, okay, da zoomt das Taxi einfach weg. Ey, yo, lol, fahr doch nicht rum. Also dreh doch nicht um, was soll denn das? Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Okay, aufhalten geht tatsächlich gar nicht. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Ja, wissen wir schon, dass der Kuchen eh nur eine Lüge ist. Was ein Spoiler, Junge. Aber wir wissen ja auch schon, was passiert. Die Leute, die fahren gleich hinter uns hin und machen zu. Ich dachte wirklich nicht, dass dann gehen wir kurz raus. Jetzt habe ich natürlich wieder so eine Waffe, die so... Ich werfe wieder eine Granate da rein. Überraschung in 5. Showtime! Mal sehen, wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Warte kurz. Okay, ich soll trotzdem ein bisschen auf mein Leben aufpassen, glaube ich. Werft einen tiefen Blick in euren neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was. Also unsterblich bin ich trotzdem noch nicht. Nur mal so kurz Anmerkung am Rande. Immer noch Matsch. Aber ich weiß ja jetzt, dass ich einfach nur die Leute anzünden muss und dann stellen die schon von alleine. Das ist alles gar kein Problem. Von daher mache ich das einfach so. Guck, die beiden rechts, die haben sich schon gegenseitig angezündet, glaube ich. Das geht also auch. Was ist denn los mit dir? Okay, hat nichts gebracht. Cool. Ah, perfekt. Ein Schuss und der brennt auch schon wieder. Ja, was ist mit dir jetzt? Kann ich dem seine Hand anschießen oder sowas? Von wo kommen die denn eigentlich alles? Ah, lol. Okay. Das hier ist noch eine andere Gang. Ich glaube, die sollen wir gar nicht alle neutralisieren. Ich glaube, es geht eigentlich nur um die hier, oder? Lol, das war ein Kopfschuss. Ich hasse dich so sehr. Ja, das war's. Okay. Also wir sollten eigentlich nur die hier... Die drüben töten. Aber wir haben aus Versehen hier mit denen einen Streit angefangen, weil wir uns in denen ihr Gebiet reingestellt haben. Jetzt ist die Frage, kann ich einfach kurz weglaufen und dann... Warte, ich renne mal nach da drüben. Ich hoffe mal, dass sie mich nicht treffen und dass ich da drüben dann Unterschlupf finde, sozusagen. Und dann können wir nämlich hier in Ruhe mit Delamain sprechen. Ja, hier treffen die mich doch nicht, oder? Schalt dich ab oder ich mach Altmetall aus dir. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Tja, danke. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein? Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Okay. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Ah, nice. Und die haben mich jetzt auch in Ruhe gelassen? Das Psychodoc-Blablabla hätte ich dir eher abgenommen, wenn du mich vorhin nicht fast umgebracht hättest. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, Sie sind tot. Ha. Die weiß auf jeden Fall. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Cool, ciao. Und da ruft Delamain wieder an. Was los? Annehmen. Willkommen im Delamain Network.
Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser. Und dir, Dell? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt. Man könnte sagen, es geht mir blendend. Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen, um Ihre Belohnung abzuholen. Ich will Ihnen persönlich danken. Klar, das machen wir doch gleich. Ich will nur noch mal hier ein bisschen looten. Die da vorne hatten bestimmt auch Waffen. Oh, hier liegt auch noch ein bisschen Zeug rum. Wie ist das? Also manchmal kann man aber Sachen immer noch nicht looten. Das haben die immer noch nicht gefixt. So, hier drüben sind noch ein paar gestorben. Da haben wir doch eine Waffe und ein bisschen Zeug. Wie ist das? Jenes. Okay, ich bin mir doch nicht ganz sicher. Hier liegen halt jetzt nur drei Leute rum, ne? Ich dachte eigentlich, ich hätte einen angezündet. Und dann, also dann sah es auf jeden Fall so aus, als wären hätten zwei gebrannt. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Muss ich dann in der Aufnahme nochmal gucken. Das würde auf jeden Fall bedeuten, dass die sich vielleicht auch gegenseitig anzünden können. Auf jeden Fall vielleicht auch wieder mega gut. Ich weiß es nicht. Aber ja, immerhin haben wir die jetzt gekriegt. So, wie stark seid ihr denn eigentlich? Und was ist, hat das eigentlich mit euch auf sich? Ah, okay. Also ist ein Wunder, dass ich nicht sofort gestorben bin, weil die sind nämlich auch wieder Level 4 sozusagen. Also haben 4 Sterne. Ich glaube, die sind ein bisschen stärker. Hier drüben waren aber auch welche. Die will ich mir auch mal kurz angucken. Und dann verpissen wir uns nämlich gleich wieder von hier und holen uns die Belohnung ab. So, was mit dir? Welches Level bist du? Genauso. Okay. Also hier wollen wir nicht sein. Dann ist tatsächlich ein Wunder, dass wir überhaupt überlebt haben. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt sind die ja wie gesagt gelb. Ich habe so das Gefühl, das jetzt verstanden zu haben. Die sind wahrscheinlich gelb, also würde ich jetzt vermuten, gelb, wenn wir außerhalb von einem Kampf sind. Also wenn die nicht aggressiv auf mich sind. Und rot sind halt dann, wenn, ja, ne? Ja, das frage ich mich auch mal. Na, da war doch Loot. Ich verdiene das nicht. Ja, ich auch nicht. So, ich brauche aber ein Auto. Ich würde es zumindest sehr verdienen, ein Auto zu bekommen. Oder warte mal. Ach nee, wir können ja nicht einfach so mittendrin irgendwo schnell reisen, ne? Haben wir hier in der Nähe so eine Schnellreisestation? Hier ist eine Schnellreisestation, da kann ich doch hinlaufen. Das sollte doch nicht so weit sein, denke ich. Dann laufen wir da nämlich kurz hin. Und dann teleportieren wir uns zu Delamain. Mal kurz, ich laufe in die falsche Richtung. Gut, wenn man sich einen Wegpunkt setzt und dann wieder in die falsche Richtung läuft. Okay, neuer Kontakt hinzugefügt. Sandra Dossett. Schreibt mir einfach eine Nachricht. Hey. Das ist doch die, die wir am Anfang gerettet haben, oder nicht? Ach ja, da. Schreibt sie sogar. Die, die du vor Sevenger gerettet hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann. Könntest du eine Kleinigkeit für mich zurückgeben? Zurückholen. Natürlich bezahle ich dich auch, aber es ist ein wirklich heikel. Deswegen möchte ich das Ganze gerne ohne einen Fix erledigt haben. Das mache ich doch sehr gerne. Ihre Datenbank, die Scavenger, haben sie abgenommen, als sie mich geschnappt haben. Sie war noch mit dem Netz verbunden, also konnte ich sie aufspüren und abschalten, bevor sie es gemerkt haben. Ich schicke dir die Koordinaten, ruf mich an, wenn du sie findest. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. PS, die Daten sind vertraulich. Ich verlasse mich darauf, dass du sie dir nicht ansiehst. Okay. Also Mission nicht direkt verfolgen, aber wir haben eine Mission. Also von Sandra Dossett. Eigentlich fände ich es auch cool, wenn die mir nochmal Geld geben würde, dafür, dass wir sie gerettet haben. Gott, ich soll hier lang laufen? Laufe ich doch hier lang. Oder sind die gegnerisch? Ich weiß halt nicht, ob so Leute dann halt tatsächlich neutral sind oder ob die es nicht cool finden, wenn ich durchlaufe. Ich quicksave mal kurz und laufe da einfach mal durch, dann wissen wir das zumindest. Also den ist... Warum zeigt er mir denn an, dass ich hier langlaufen soll? Okay, also... Ah, okay, also wenn ich mich einfach nur zu lange in den ihren Sichtbereich, Sichtfeld aufhalte, dann sind die aggressiv. Okay, ich gehe hier lang. Lal, hast du die Tricks gesehen? Hm. Ja, aber ich muss sagen, die Minimap ist auf jeden Fall schlechter geworden. Also vorher hat man sich halt wirklich darauf verlassen können, dass die einen auch da lang führt, wo es Sinn macht. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl. Irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, dass die manchmal ein bisschen random ist. Ich weiß auch nicht. Also zum Beispiel jetzt, wo die mich halt einfach unten lang geführt hat und dann gerade durch eine Wand durch. Das hat die halt vorher irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung, ob das jetzt durchs Update kam oder ob das schon vorher so war und ich einfach nur Glück hatte. Vielleicht haben die auch einfach nur
Warum stehen denn hier so viele Leute rum? Ich habe so das Gefühl... Ach, guck mal, Voodoo Boys. Lol. Und guck mal, wie kacke die sind. Kopfgeldstufe 0, dann können die doch bestimmt nichts, oder? Ach lol, nee, jetzt haben die auf einmal Kopfgeldstufe 4. Danke, dass ihr mir das vorher einfach mal falsch anzeigt. Ja, wie auch immer. Wir laufen hier quer durch. Weil die, also Voodoo Boys sollen wir ja auch irgendwie aufspüren. Aber haben wir ja keine Zeit für. So, eine Runde Schnellreisen bitte. Wo müssen wir denn hin? Hier drüben. Habe ich denn da einen Schnellreisepunkt? Selbstverständlich. Das ist doch cool. Dann können wir das nämlich auch wieder öfters benutzen. Also was heißt wieder? Wir können anfangen, das öfters zu benutzen, diese Schnellreiseziele. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Das ist irgendwie auch noch so ein bisschen buggy, dass man schon was sieht, obwohl man sich nicht bewegen kann. Ist immer ein bisschen komisch, aber naja. Hallo. Hallo, die Dame. Ich habe vergessen, Sie daran zu erinnern, den Scanner zurückzugeben. Falls Sie ihn dabei haben, bitte legen Sie ihn zurück. Und was ist mit meiner Belohnung? Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken. Gar kein Ding, gib mir Geld. Das war wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen. Du bist komplexer als gedacht. Ja, nun... Ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen. Ah, nice. Nochmal 3000. Sehr zu Dank verpflichtet. Cool. Wie kam es zu der Persönlichkeitsspaltung? Und warum? Eine gute Frage. Ich gehe der Sache nach, aber im Moment weiß ich leider nicht mehr als Sie. Okay, Dogi. Danke für die angenehme Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten. Einen schönen Tag. Soll ich jetzt nochmal weiter drauf eingehen? Nee, komm. Hör auf mit dem sentimentalen Scheiß. Ja, aber ich muss auch sagen, war eine tatsächlich eine angenehme Zusammenarbeit. Ich meine, immerhin hat er uns nicht selbst umbringen wollen, sondern im Endeffekt war das eigentlich relativ fair. So, wir haben das gemacht, was er uns gesagt hat und er hat uns Geld gegeben. Da könnten sich andere Leute mal ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Du musst ein Dokument für mich stellen. Es ist dringend. Details findest du im Alarm. Das will der auch schon wieder, dass ich irgendwas für ihn stehle. Ja, das lese ich mir doch jetzt nicht durch. Machen wir irgendwann mal. Welche Mission machen wir denn als nächstes? Gucken wir nochmal, was wir jetzt noch für Nebenmissionen haben. Ja, das hier ist wieder, genau, Meredith Stout hatten wir noch. Und dann halt jetzt die Sachen, die wir neu gekriegt haben. Huch. Ach so, ja genau, hier Afterlife, Barkeeperin, okay. Und Sandra the Set, okay. Aber ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit der. Dann handeln wir wieder ein paar Nebenmissionen ab und irgendwann gehen wir dann wieder der Hauptmission nach. Aber ich will mal kurz gucken. Ach, hier sind wieder Leute, okay. Ich dachte, ich kann hier einfach irgendwo mein Auto klauen, aber... Ich bin mir halt nicht sicher, da stehen zwar Autos, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich die einfach so klaue... Was ist das da? Wenn ich die einfach so klaue, dann finden die Leute das nicht so cool, weil die halt da drum rumstehen. Denkst du, das Ding hier ist gut? Können wir doch mal ausprobieren, oder? Mal gucken, wie schnell das ist. Ich meine, manchmal täuscht man sich ja bei diesen Teilen, bei so fetten Autos. Vielleicht ist das ein richtiger Ballerwagen. Okay, wirklich gute Beschleunigung hat er nicht, aber gucken wir mal, was ist, wenn wir jetzt irgendwie mitten reinfahren. Okay, der ist auf jeden Fall nicht ganz so schwammig zu lenken wie die anderen. Also der liegt ein bisschen besser auf der Straße, sag ich mal. So dieses andere Auto, was wir eben gerade als letztes gefahren sind, das... Ich weiß ja nicht. Okay, man kann auf jeden Fall durch so Zäune und sowas einfach durchfahren. Gucken wir mal, ob wir durch so Autos durchfahren können. Ja, das ist gar kein Problem. Liegt mit dir. Damit gehört die Straße auf jeden Fall uns. Das ist doch eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Eine relativ gute Lenkung, meiner Meinung nach. Und selbst wenn uns mal ein Auto im Weg ist, dann ist das gar kein Problem, weil wir einfach so durchfahren. Ups, man. Mega gut, wie der so ganz ruhig bleibt, nachdem ich ihm mit Vollgas hinten reingeballert bin. Verpiss dich, Schnuckelchen. Okay, wobei jetzt auf der Autobahn das Ganze vielleicht ein bisschen belastend sein könnte. Aber ich will mal eigentlich eine andere
verstarben Tage später aufgrund akuter Strahlenkrankheit. Selbstverständlich kommt hier auf den anderen jetzt auch keine Musik. Das finde ich halt immer noch kacke, dass du halt so lange warten musst, bis du überhaupt hörst, was auf welchem Sender für Musik kommt. Ich verstehe es nicht so ganz. Naja, wie auch immer, fahren wir wieder ohne Musik. Da war doch eben gerade Musik, oder nicht? Alter. Ja, dann halt nicht. Dann laber halt irgendwas. Wir sind ja eh gleich da. Ich hab manchmal so das Gefühl, ich verbringe mehr Zeit damit, das Radio einzustellen, als tatsächlich irgendwie Auto zu fahren. Und zwar nicht, weil ich mich zu sehr ablenken lasse, sondern einfach, weil Radio kacke ist. So, hier soll ich rein. Okay, komme ich, glaube ich, mit dem Auto nicht rein. Okay, dann gucken wir uns das nochmal kurz an. Oder weißt du was? Wir machen hier einen Cut. Wie gesagt, ich wollte ja nicht zu lang machen. Findest du auch, oder? Ja, ne? Ja. Wir machen hier kurz einen Cut, weil ich nicht zu lang machen will. Und dann hören wir uns gleich mal an, was die zu sagen hat. Aber dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.